zusammen, heute wieder Neues von Pascal. In diesem Video möchte ich euch mal hier diese zwei Schätze vorstellen. Die habe ich schon relativ lange. Wollte ich schon lange mal ein Video darüber machen, aber kam leider nie dazu. Das ist hier einmal ein Macintosh, der Macintosh Performa 5200 und hier der Macintosh Performa 5400-160. Vom Gehäuse an sehen sie eigentlich beide genau gleich aus. Auch die Laufwerke sind hier identisch plus minus. Also nicht plus minus, sondern sind identisch. Bis auf den Kleber sieht man hier auf den ersten Blick eigentlich nichts, was unterschiedlich sein kann. Aber natürlich gibt es das bei der Computerwelt oft so. Das Gehäuse sieht zwar haarscharf genau gleich aus, das eine wie das andere, aber von der Leistung her, von den Komponenten her und so weiter, softwaremäßig und so weiter, können da schon einige Unterschiede auftauchen, und das werden wir jetzt in diesem Video mal anschauen. Wir werden beide mal probieren, zeigen, was die so konnten, die Software, die installiert ist und so weiter und ein bisschen auch das Gerät kennenlernen. Anfangen möchte ich die Vorstellung gerne mit diesem. Das ist etwas der schwächere als der andere. Wie gesagt, der Macintosh Performa 5200. Das ist ein Gerät, den habe ich jetzt ungefähr zwei oder drei Jahre, hatte ich den mal auf einem Internet-Inserat gesehen, hat eine Familie diese ausgemistet oder was auch immer, Kellerräumung, Estrichräumung, was auch immer. Und die haben mir dann angeschrieben, hättest du nicht Interesse und so weiter. Ich habe dann natürlich auch damals zugesagt, wie meistens bei solchen Geräten. Bin dann abholen gegangen und bis heute funktioniert der, zumindest bis zum letzten Mal, als ich ihn verräumt habe und probiert habe. Ich hatte den genau gleichen auch vorher schon mal, also den hier habe ich schon ganz lange, das gehe ich nachher in die Geschichte ein. So einen hatte ich auch schon ziemlich lange vorher mal, weiß gar nicht, woher ich den damals hatte, war der von einer Schule oder was auch immer, keine Ahnung mehr. Aber der hatte ich dann mal, ich weiß nicht mehr, ist es platzmäßig der Grund gewesen oder sogar, weil er nicht mehr funktionierte, glaube ich. Ich weiß gar nicht, war die Bildröhre kaputt oder irgendetwas war nicht mehr gut. Hab den damals halt entsorgt, schweren Herzens. Und wie gesagt, aber vor zwei, drei Jahren hatte ich den hier gesehen auf einem Inserat, beziehungsweise wurde ich angefragt, und seitdem habe ich wieder so ein Schätzchen, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt hier mal auf der Seite von Wikipedia, habe das Gerät so eingeschrieben, also Macintosh Performa 5200. LC, das war wahrscheinlich vom Bildschirm her oder was auch immer, gar keine Ahnung. Es ist klar, dieses Gehäuse oder dieses Gerät, schon hier habe ich ja zwei Exemplare, aber da gab es natürlich etliche Modelle, sei es verschiedene Arbeitsspeichergrößen, verschiedene Prozessorgeschwindigkeiten, Festplatten und so weiter und so fort. Und es gab sogar mal eine Spezialedition. War das wahrscheinlich ein Jubiläumsgerät oder was auch immer, wo das Gehäuse schwarz war. Also für diese Zeit damals waren sie ja eigentlich weiß, mittlerweile sind sie leider etwas vergelbt. Das ist nochmal, ist halt so bei weißem Kunststoff. Aber schwarz war damals natürlich ganz, ganz speziell. Schwarze Geräte gab es damals nicht so oft, sei es bei Fernsehern, sei es bei Computer oder allgemein. Da waren sie eher so grau oder hölzern sogar. Gar noch einen Kleider zum Teil, oder eben dann bei Computerwelt so das typische Weiß. Also wie gesagt, hier dieser 5200, das sind jetzt mal die Originaldaten, also meiner hat vielleicht ein bisschen Abweichung dazu. Ist klar, der Hersteller ist Apple, Macintosh, ganz klar, Power Macintosh, Performa, bla bla bla, Typ All-in-One. All-in-One bedeutet natürlich, dass das der Bildschirm und die Rechnereinheit, also der PC oder der Computer, in einem Gehäuse untergebracht ist. Also das ist so, normalerweise hat man einen Tower und dann der Bildschirm separat und so weiter, und hier ist einfach All-in-One, das heißt Bildschirm und Rechnereinheit in einem Gehäuse. Verkaufspreis damals war um die 1700 US-Dollar, in Schweizer Franken weiß ich leider nicht genau wie viel. Heute würde er im Vergleich zur Teuerung ungefähr 2800
Dollarkosten, also Dollar, ich weiß gar nicht wie viel, was hat eigentlich Dollar für einen Wert? Muss ich das mal schauen kurz, Entschuldigung. Umrechner Dollar, Schweizer Franken, 1,92 $. Jetzt haben wir da was für ein Wert gehabt, 2,886, so ungefähr 2600 Schweizer Franken würde dieser heutzutage kosten, wenn man ihn heute neu kaufen würde mit den Teuerungen und so weiter von damals. Also man sieht eigentlich ein Gerät, was nicht ganz so günstig ist, aber wenn man es dann vergleicht mit den heutigen aktuellen iMacs und so weiter, ja, da sind wir auch wieder bei ungefähr dem Preis, der die, also den sie heutzutage auch wieder haben. Produziert wurde dieser im März 1997, nein, ist nicht wahr, ausgegeben April. April 1995 bis 1997 war wahrscheinlich dann das letzte Exemplar produziert worden. Also dieser Macintosh, der ist, was haben wir jetzt, 2021, sind 26 Jahre alt, also auch bald die 30 am Buckel. Von daher, und 97 eben das letzte Exemplar verlassen. Ich schaue dann nachher bei meinem Programm, was dieser hier, meiner, für ein Jahr hat. Systeme funktionierten von 7.5.1 bis Mac OS 9.1, also das Betriebssystem. Der CPU in diesem Fall ist eben dieser 5200 LC, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, was das LC heißt, PowerPC 603, das war typisch damals, und 75 MHz ist die Taktfrequenz. Und man sieht hier, es gibt dann auch noch den 5300, der hatte 100 oder 120 MHz, meiner hier in diesem Fall hat 75, also der eine von beiden natürlich. Dann die Größe, die Breite und so weiter, das interessiert uns nicht groß. Das Gewicht vielleicht noch, 7,7 Kilo wiegt das ganze Teil, also relativ, relativ ein schweres Ding, das herumzuschleppen und zu tragen. Ist klar, ist natürlich der Bildschirm drin und nicht einfach ein Flachbildschirm, sondern noch ein Röhrenmonitor, eine Bildröhre. Das ist klar, das wiegt alles sein Gewicht. So, also der wurde also so und so ausgeliefert mit diesen Daten plus minus. Und wenn ich jetzt mal schaue, ich gehe mal hier auf mein eigenes Programm, wo ich meine Geräte jedes einzeln eingespeichert habe. Ich kann den gerade mal schnell scannen. Also hier habe ich so einen Handscanner, jetzt scanne ich den Code am Gerät. So. Also der Performa 5200, das stimmt soweit. Meiner eben 1995, also einer der ersten damals. 40 MB RAM habe ich verbaut, 520 MB Festplatte und eben wie gesagt 75 MHz. Und aktuell habe ich das Betriebssystem Mac OS 8.5 installiert. Also nicht ganz das älteste, was drauf lief, aber ich könnte ihn auch noch updaten aufs 9.1 Maximum, aber müsste ich natürlich eine größere Festplatte einbauen und zumindest ein bisschen mehr RAM verbauen. Habe ich beides leider nicht da oder brauche ich nicht, weil ich finde, solche Geräte, wenn man sie nicht aktiv nutzt, sollte man sie möglichst Originalzustand sein lassen. Erstens mal geht weniger kaputt dabei. Sie laufen einfach so, wie sie laufen und mehr braucht es in diesem Sinne nicht. Schauen wir mal das Gerät selbst ein bisschen an. Also wir haben einmal das ganze Gehäuse, wie gesagt Bildschirm und Rechnereinheit in einem Gehäuse untergebracht. Hier oben ist so ein kleiner Schnitz. Schlitz, wenn ich es dann richtig aussprechen kann. Das ist ein integriertes Mikrofon. Wenn man telefonieren wollte damals, Videokonferenz oder ja, Videokonferenz damals noch nicht so stark, sage ich jetzt mal, aber trotzdem, es war möglich. Dann der Bildschirm
Und hier unten natürlich das Übliche, was man so einem Computer hat. Hier das optische CD-ROM-Laufwerk, also noch kein DVD, kein Brenner, nichts, sondern nur CDs oder Audio-CDs lesen. Nicht schreiben, nicht brennen, nichts. Dann hier ein 3,5 Zoll Floppy-Laufwerk für Disketten. Und mehr an Laufwerken haben wir da noch nicht. Hier dann ist ein Lautsprecheranschluss, wobei wir haben ja zwei Stereo-Lautsprecher eingebaut, links und rechts. Klingen relativ gut, wenn sie nicht kaputt sind. Aber hier kann ich noch extern einen Kopfhörer anschließen oder eine Stereoanlage oder was auch immer. Dann hier das Schwarze, das ist ein Infrarotempfänger. Hier mit zu gab es damals noch eine Fernbedienung. Ja, wie am Fernseher, so, Entschuldigung, ich sage jetzt mal so etwas in diese Richtung, natürlich speziell für Apple damals. Damit konnte man dann zum Beispiel DVDs, wenn es dann ein DVD-ROM hatte, die neueren hatten es schon dann später schon. Oder auch, es gab eine Zeit lang diese Geräte, die hatten einen integrierten TV-Tuner. Konnte ich also wie ein Fernseher an Antennenanschluss anschließen zu Hause und konnte mit diesem Gerät Fernsehen schauen. Deshalb hier dieser Infrarot-Empfänger, das heißt Sender umstellen, nächstes Lied abspielen, Lautstärke einstellen und so weiter und so fort. Ja, sogar ein- bzw. ausschalten vom Computer selbst. Dann hier noch einige Knöpfe, hier für die Lautstärke. Und hier dann die Helligkeit vom Bildschirm kann ich hier auch einstellen über diese Knöpfe. Und das war es eigentlich schon auf der Front. Dann natürlich auch hier die Rückseite mit den verschiedensten Anschlüssen. Wir haben hier oben einmal der Stromeingang, also das Netzkabel, was zur Steckdose führt. Dann hier ein Netzschalter, konnte ich also hier den ganzen Strom ein- und ausschalten. Den Computer selbst schaltet man dann anders ein, zeige ich nachher. Dann hier unten die entsprechenden Anschlüsse damals. Heute kennt man die sozusagen nicht mehr. Hier links, das ist zum Anschließen eine Tastatur bzw. einer Maus. Dann Druckeranschluss und hier der Modem-Anschluss. Nicht ein integriertes Modem, sondern wenn ich ein externes Modem anschließen möchte. Dann hier der SCSI-Anschluss oder SCSI, je nachdem, wie man es auch sprechen möchte. Zum Anschließen auch hier von externen ZIP-Laufwerken, externen Brennerlaufwerken, DVD-Laufwerken und so weiter und so fort. Übrigens konnte ich auch über die Drucker- und Modem-Anschlüsse gleiche Geräte miteinander verbinden, eine Art Link aufbauen. Ich sage jetzt mal Direktlink von einem zum anderen PC, also nicht netzwerkmäßig. Dann hier noch ein Mikrofonanschluss, konnte ich also noch ein Mikrofon anschließen, wenn das interne zu wenig Saft hat oder nicht genügt. Und hier natürlich nochmal ein Lautsprecheranschluss, Lautsprecher oder Kopfhörer, so wie wir das vorne an der Front auch hatten. Mehr hatte dieser Computer nicht. Es ist klar, hier sind noch verschiedene Blenden, da könnte man noch Erweiterungskarten einbauen und dann entsprechend die Stecker, die Anschlüsse, die Schnittstellen hier verbauen und so weiter. Aber hier bei dem Modell ist es nichts anderes als das, was man sieht. Was man hier oben noch sieht, das ist dann vom Monitor, nicht vom Computer selbst, sage ich mal. Das ist noch die Einstellung vom Bildschirm. Also das heißt, die Bildlage kann ich entweder nach oben, nach unten verschieben oder nach links und rechts. Heute können wir sowas über einen Knopfdruck machen. Haben wir dann ein Menü, dann Bildhöhe, Bildbreite und so weiter, können wir da einstellen. Hier muss man mit einem Schraubenzieher reingehen und da wird dann mit einem Potzi das Ganze an einem Potti, glaube ich, sagt man, sonst korrigiert mich gerne, wird dann die entsprechende Einstellung vorgenommen und wenn es dann okay ist, hat man das wieder sein lassen. Dieser Macintosh und auch der andere, beide funktionieren immer noch einwandfrei. Was leider in die Jahre gekommen ist, ist effektiv das Gehäuse. Also vielleicht im Video fällt es nicht so richtig auf, aber wenn man es live sieht, also das ist alles relativ stark vergilbt. Man muss sich vorstellen, das war mal so, ja ich sag mal weiß oder so das typische Computergrau. Muss schnell das Mikrofon richten, Entschuldigung. So,
Also dieses typische Computerweiß damals, und mit der Sonneneinstrahlung vom Alter her ist natürlich hier ein Stoff, der sich irgendwie verbrennt oder entfernt wird oder was auch immer. Und das wird dann so gelblich, leider, muss man dazu sagen. Und das Zweite, was mich leider stört an diesen Geräten, ich habe ja mehrere so alte Macintosh und auch allgemein PCs, dass in diesem Kunststoff war ja mal so eine Art Weichmacher, also der Kunststoff überhaupt, ja, das gewisse elastische, weiß auch nicht, wie man das, die elastische Fähigkeit hat, aber trotzdem nicht unbedingt steinhart ist, also so ein Mittelweg, sage ich jetzt mal, und auch dieser Weichmacher, der ist leider mit den Jahren verschwunden. Auch hier vielleicht Hitze, vielleicht durch das Alter allgemein, Lufteinflüsse, was auch immer. Und das Gehäuse wird relativ brüchig. Also zumindest hier jetzt zum Beispiel den Luftschlitzen. Ich versuch's mal, ich hoffe, es macht es nicht gerade kaputt. Vielleicht hört man es. Achtung. Hier weniger. Nö, also ich will jetzt nicht extra zu stark drücken, aber ich sehe gerade etwas. Und zwar, wenn man hier unten schaut, das ist so ein Effekt, was daraus geschieht. Also hier sind so Lüftungsschlitze und dann sind noch so Halterungen wahrscheinlich, die das Ganze ein bisschen stabilisieren. Und wenn man hier ein bisschen eindrückt, sieht man hier ganz unten, ach, dieses doofe Mikrofon, hier ganz unten, dass das nachgibt. Also das ist schon alles gebrochen hier, die unterste Linie. Das ist sehr schade und das ist das Einzige, was an diesen Geräten, was ich Angst habe, dass das noch weiter kaputt geht. Es existiert ein Mittel, wo man die auffrischen kann und einlegen könnte und so weiter, um das Kunststoff wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Aber erstens einmal ist das relativ viel Arbeit und so wie ich gehört habe, auch nicht ganz so günstig. Also von daher, ja, ich lasse es kommen, wie es kommen will, aber es ist wirklich sehr schade, dass die Gehäuse anhand von diesen Einwirkungen kaputt gehen. Ich habe jetzt mal den Computer angeschlossen, ich habe eine Tastatur angeschlossen, eine Maus angeschlossen. Das wird übrigens folgendermaßen angeschlossen, also die Tastatur ist klar, die ist direkt am Computer angeschlossen. Und für die Maus, die haben dann hier bei der Tastatur eine Erweiterung gemacht. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel auch noch eine zweite Tastatur, eine dritte Tastatur, was auch immer anschließen. Oder eben standardmäßig natürlich die Maus. So. Und jetzt schalte ich den Computer mal ein. Hinten haben wir ja schon gesehen den Netzschalter. So. Und ich habe vorhin, als ich das Gerät erklärt habe, niemals etwas gesprochen von einem Einschalter. Ein Powerknopf. Power PC steht hier, aber Powerknopf ist nirgends vorhanden. Hier auch die Lampe geht nicht. Oh. Kann ich ja gar nicht einschalten. Hinten steht auf 1. Haha, Macintosh. Macintosh damals hatten die Eigenschaft, die schaltet man über die Tastatur ein. Hä? Passiert nichts. Haha, nee. Und zwar hier oben rechts diese Taste, das ist nichts anderes als zum Einschalten, zum Starten vom Computer. Glaubt ihr es nicht? Achtung, ich drücke mal drauf. Und läuft. Bildschirm hat sich auch aktiviert. Braucht natürlich seine Zeit, bis es ein bisschen hell wird, bis die Röhren aufgeheizt sind. Bienvenue sur macOS, es ist französisch auf diesem, lasse ich auch so original wie es war. Ich lasse den mal starten und dann schalte ich wieder zu. Eine halbe Ewigkeit, also jetzt bin ich etwa 2 Minuten am Warten, der ist immer noch am Starten und lädt die Programme und so weiter. Das ist halt so, der ja, war nicht der schnellste damals und hat auch nicht extrem viel RAM. Klar, für heute, für die Zeit ist auch klar und das OS wurde auch schon mal erneuert, nicht von mir, vom Vorgänger wahrscheinlich. Ja. Also wäre ein älteres Programm drauf, was vielleicht auch schneller laufen würde. Das ist normal, das ist der Alarm, weil die Systembatterie entfernt wurde oder leer war damals. Deshalb stellt es mir die Zeit immer zurück und das Datum und verliert gewisse Informationen. Das ist für einen PC die CMOS-Batterie, wenn er das BIOS verliert sozusagen.
aber das ist nicht weiter schlimm, kann man dann einstellen und der funktioniert nachher auch einwandfrei. So, was ich bei dem immer zuerst mache, ist die Mausgeschwindigkeit einstellen. Das ist auch eine Einstellung, die er leider verliert durch diese Batterie. So, und dann sind wir hier jetzt auf dem Schreibtisch von diesem Macintosh. Ich versuche mal die Kamera vielleicht... ja, ich wiederhole mich immer wieder, aber Bildschirme abfilmen ist halt immer so eine Sache. Und dann noch Röhrenbildschirme. Also dieses Flackern, was ihr da seht, übrigens diese Linien oder diese Kurven, das sieht man nur im Video. Original funktioniert der Bildschirm einwandfrei. Das ist halt von der Aufnahme her. Aber ja. Also, ich gehe mal hier apropos de votre ordinateur. Wie gesagt, macOS 8.5.1 ist hier installiert, 40 MB Arbeitsspeicher integriert, 10 davon sind gebraucht vom Betriebssystem, das heißt, wir haben noch 30 zur Verfügung. Hat er nicht noch so einen Profiler irgendwo? Sehe ich es nicht, oder... müsste ich mal suchen über den Sherlock. Das habe ich auch nie verstanden. Warum hat Macintosh, vielleicht kann mir das jemand erklären, bei einem PC, bei einer PC-Tastatur, also bei jeder Tastatur ist ja so eine Erhebung, damit man, wenn man das Zehnfingersystem schreibt, damit man da weiß, wo man die Position hat. Bei jedem PC oder bei jedem Computer ist das einmal beim J und einmal beim F. Warum, um Himmels Willen, hat Macintosh das damals so gemacht? Hier ist es beim K und beim D. Keine Ahnung, vielleicht kann mir das jemand beantworten, vielleicht auch nicht. Ja, das würde mich mal interessieren. Warum jeder andere Hersteller, klar, vielleicht Macintosh, weil sie wieder mal irgendetwas Spezielles haben möchten, was niemand hat, aber trotzdem, das ist natürlich, ja, sage ich jetzt mal, nicht ganz so... praktisch, wenn man zumindest beides gebraucht. So, ich wollte hier eigentlich den Profiler suchen, aber den habe ich hier wirklich nicht installiert. Da hätte man noch ein paar Infos mehr suchen können vom PC. Also, ich sage hier PC, aber ist ein Macintosh. Ist ja Power-PC trotzdem, aber man sagt ja PC oder Mac. Ja, wie gesagt, hier dann Macintosh HD. Ich habe hier ein paar Verknüpfungen draußen, das ist klar. Aber dann auf Macintosh HD habe ich noch verschiedenste Programme, zum Beispiel ein Norton-Antivirus, was heute kein Schwein mehr braucht auf diesen Geräten. Mac Comptor, das ist wahrscheinlich irgendwie ein Buchhaltungsprogramm oder was auch immer. Solitaire ist ein Spiel, das Office 98 in Französisch ist installiert, also Word, Excel und so weiter. Ja, einfach das, was man damals kannte. SimCity, auch ein schönes Spiel. Habe ich zwar noch nie offiziell gespielt oder intensiv auf dem, habe es mal, glaube ich, geöffnet, zum Schauen, was eigentlich passiert. Ja, und hier zum Beispiel ist sogar noch der Ordner vom 8.5 vorhanden, wenn ich zurück downgraden möchte. Graphics Converter, da kann ich wahrscheinlich irgendwie ein Bilder oder Fotos dann umwandeln oder auch bearbeiten, keine Ahnung. Also das sind so die Standardprogramme, die damals drauf waren. Einige habe ich noch drauf geschmissen, zum Beispiel hier so ein Babylabyrinth. Mal schauen, ob es überhaupt noch läuft. Ja, das ist dann einfach so ein Labyrinth, wo man da mit diesem Baby oder diesem Kind diese Leckereien einsammeln, fressen muss, ohne die Wand zu berühren, sonst passiert das. Bei dreimal oder bei fünfmal tut's weh. Haha. Also dann muss man einfach da die Leckereien einsammeln und das Labyrinth dann irgendwie schaffen. Und nimm, hier ist es dann geschafft. Also da könnte man jetzt stundenlang arbeiten und spielen, wenn man möchte. Ist da ein nächstes Level? Aha, könnte man noch schwieriger einstellen natürlich und so weiter. Ich kann so eine Kegelbahn... Charakteristik aufbauen, Speedy Car.
Okay. Ja, das ist nur ein Spiel. Also diese Computer, die brauche ich öfters und einfach nur noch so ein bisschen zum Rumspielen. Hier zum Beispiel ein Puzzle. Puzzle! Voilà, Puzzle! Hä? Ein Puzzle. Das Puzzle, hä, sagen wir. Können wir da starten. Zum Beispiel Large. Dann kann man da die Stücke wieder reinsetzen, so wie es gehört. Hier ist natürlich relativ einfach jetzt bei diesem. So, unten rechts und noch Mitte. Und geschafft. Ja, also das ist so das, was hier installiert ist, drauf ist. Wie gesagt, auch damals gab es natürlich ein Word und ein Excel. Ein bisschen anders gemacht. Aber trotzdem, es war das Word und das Excel. Hä? Macintosh Edition. Also alles war da. Ich konnte dann hier auch morgen, meine Damen und Herren, zum Beispiel, konnte dann genau gleich wie auch heute noch hier zum Beispiel die Schriftart ändern, dann die Schriftgröße kann ich verändern. Also eigentlich nichts Spezielles gegenüber heute, aber halt ein bisschen veraltet und speziell natürlich für Macintosh diese Version. Das ist klar. Non. Also, ja, also das war jetzt mal dieser 5200. Den schalte ich mal aus. Zum Ausschalten muss ich nur hier auf Spezial und Éteindre, also beziehungsweise ausschalten. Und der macht dann alles selbst. Ohne dass ich einen Knopf drücke und etwas machen muss. Und wenn ich dann wieder starten würde, müsste ich hier wieder auf diesen Knopf drücken, damit er wieder hochfährt. So, den 5200 habe ich jetzt mal abgesteckt und auf den Boden gelegt. Jetzt hier mal der 5400-160. Hier beginne ich gerade mit dem Einschalten und erkläre euch dann nachher ein paar Sachen. Auch hier genau das gleiche. Hinter den Schalter umkippen und dann hier wieder auf den Knopf drücken. Achtung! Und es erscheint natürlich der typische Macintosh Start-Sound. Festplatte initialisiert sich, der Bildschirm wird langsam hell und auch hier das OS startet. Ich glaube, der ist ein bisschen schneller als der andere. Müsste eigentlich auch, der hat natürlich mehr Power, mehr Leistung. Vom OS her weiß ich gar nicht, was der installiert hat, aber ich glaube sogar eine ältere Version. Schau mal gerade auf dem PC, ich gehe da nachher in die Details rein kurz, aber also beim anderen hatten wir das 8.5 und hier ist das 8.1, also ein bisschen die ältere Software, aber der bessere Prozessor, eigentlich komplett daneben, wenn man so schauen möchte. Auch hier, die Uhrzeit ist nicht korrekt und so weiter, das ist auch das gleiche mit dieser Batteriegeschichte natürlich. Mal schauen, ob ich da ein bisschen heller stellen kann. So, auch hier wieder, es tut mir leid vom Bildschirm abfilmen, das ist immer eine doofe Sache, aber trotzdem. Also auch der ist jetzt mittlerweile hochgefahren. Das ist eigentlich auch, ja, dieses Prinzip ist natürlich das gleiche. Hier stelle ich auch kurz die Maus zuerst ein. So. Voilà. Ich gehe hier auch mal über diesen Computer. Er hat sogar weniger Arbeitsspeicher. Also weniger Arbeitsspeicher, mehr Prozessorleistung, aber schlechtere oder ältere Software. Das 8.1, beim anderen hatten wir das 8.5. Macht nichts, der läuft so und muss so bleiben. Und eben 24 MB Arbeitsspeicher, 6,9 sind gebraucht vom Mac OS, vom Betriebssystem, haben wir noch 18 zur Verfügung. Mal schauen, ob das hier drauf ist. Auch nicht. Ist das nur auf den neueren? Das müsste ich dann mal herunterladen. Profil. Systemprofiler, genau das suche ich. Müsste ich dann auf dem anderen in diesem Fall mal kopieren. Ah ja, genau, das hätte ich eigentlich beim anderen auch gewollt. Ich weiß jetzt nicht, ob man es lesen kann, aber ja, ist immer so, mal schauen, ob ich da den Fokus besser hinkriege.
ja, es geht leider nicht besser, tut mir leid, aber ist auch letztendlich egal. Power Macintosh 5400 eben, nicht 5200. Ja. Dann Power PC 160 MHz, 24 MB eben Arbeitsspeicher, virtueller ist auch aktiviert, macht dann 25. Startvolumen keines ausgewählt, ist natürlich Standard die Festplatte. Von daher einfach diese wichtigsten Informationen oder Komponenten, die der verbaut hat. Auch hier habe ich verschiedenste Spiele drauf natürlich. Eins, was ich immer gerne spiele, ist hier das Findus. Öffnen wir nachher mal. Hier haben wir sonst noch Spiele. Auch wieder das Puzzle, das Puzzle. Dann habe ich irgendwo sicher auch wieder das andere. Lernprogramme habe ich hier auch drauf, wo man so Rechnenaufgaben und so weiter spielen kann oder erlernen kann. Für Kinder damals sicher eine gute Sache. Für Schule, Kindergarten oder auch Kindergarten vielleicht weniger, aber Thinking Things Collection 2. Ich habe die 1, die 2 und die 3. Dann könnte ich hier verschiedenste Sachen auswählen, zum Beispiel das da hier. Da kann man einfach so Experimente probieren, ausprobieren, Bewegungen, Animationen. Hier sind zum Beispiel einige Ideen schon vorhanden. So, und was ich jetzt tun könnte, ist zum Beispiel die Schlange ein bisschen verändern. Jetzt kann ich hier, dass es da zum Beispiel schön langsam kommt, dann ganz schnell. Dann wieder langsam, ganz schnell, so. Dann soll sie noch ein bisschen zwirbeln. Also da kann ich alles ein bisschen, ich kann damit spielen, ein bisschen rum experimentieren und so weiter. Also von daher gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Eine Wasserrutsche und so weiter. Also wie gesagt, da könnte ich jetzt stundenlang erklären und zeigen und so weiter, aber hier zum Beispiel. Ich bin Toni. Spielen wir ein Lied? Toni Seetaucher. Mach ein Lied oder hör dir eins an. Kann ich hier zum Beispiel. Dann kann ich es nachspielen. Könnte aber auch lernen. Das heißt, wenn ich hier auf Lernen gehe, dann Lied zum Beispiel, kann ich irgendetwas aussuchen. Wir lernen on top of Spaghetti. Das ist das ganze Lied. Das geht so. Jetzt spielst du. Also wenn ich es richtig mache. Ja, und so weiter. Also ich will da jetzt nicht allzu viel Zeit investieren dazu. Bis später. Der Toni. So, also das ist zum Beispiel ein Spiel, was ich gerne auch heute zum Teil noch mache. Oder Sammy's Science House zum Beispiel, kann man so Filme abspielen. Millis Mathehaus und so weiter und so fort. Also das sind wirklich schöne Sachen damals gewesen noch. Heute gibt es natürlich das auch, aber ja, zum Teil etwas modern und nicht mehr so klassisch schön gestaltet, sage ich jetzt mal, wie damals. Aber das muss jeder selber für sich wissen, das ist klar. Auch hier habe ich natürlich Dokumente gespeichert, ich habe ein Word drauf, ich habe ein Excel drauf und so weiter, PowerPoint glaube ich auch, verschiedene Systemprogramme, www, also Browser habe ich auch und so weiter, also ja. Wie gesagt, Findus, das Spiel habe ich euch glaube ich sogar schon mal vorgestellt. Müsst ihr mal auf meinem Kanal schauen, das gibt's schon. Also ich öffne es jetzt nicht speziell, das kennt ihr ja schon oder könnt es sonst schauen. Also auf meinem Kanal unter Findus habe ich es glaube ich auch gespeichert. Findus Spielvorstellung oder so etwas. Also auch hier dieser Macintosh, der funktioniert eigentlich einwandfrei. Es ist klar, heutzutage kann man die nicht mehr für aktuelle Sachen brauchen. Fotobearbeitung und so weiter ist nicht mehr möglich. Oder ja, sind sie einfach zu lahm, sage ich jetzt mal.
Internet ist natürlich klar, geht nicht mehr, schon von den Anschlüssen her, aber auch von der Software, die ganze Sicherheit und die immer größer werdenden Websites. Also damals waren ein paar Informationszeilen, vielleicht ein paar Schaltflächen und fertig und nicht noch irgendwie Werbung, Einblendung und Videoabspielungen und Flashplayer und so weiter. Also das gab es damals alles noch nicht in diesem Sinne. Von daher nicht mehr unbedingt aktuell zu gebrauchen. Aber auch hier, ich sage es immer wieder, so ein schönes Schätzchen, ein Sammlerstück. Ich würde für nichts auf der Welt würde ich diese Kisten weitergeben oder verschenken, verkaufen, was auch immer. Die sind und bleiben meine. Ich schalte den jetzt mal aus, auch wieder hier spezial, und dann ausschalten. Voilà. Von der Front her muss ich euch gar nichts speziell erklären. Das ist genau das gleiche wie beim anderen. Die Laufwerke, die Knöpfe und so weiter, auch hier mit Infrarotschnittstelle und so. Das ist alles genau gleich wie beim 5200. Da muss ich euch gar nicht weiter erklären. Ebenfalls die Rückseite ist hier identisch. Hier der Schalter natürlich, die Anschlüsse, alles genau gleich wie beim anderen. Was ich bei dem mal zeige, ist das Innere vom Mainboard oder vom Rechner, von der Rechnereinheit. Habe ich hier schon die zwei Schrauben gelöst, hier links und rechts. Und dann habe ich unten so Zungen, die rasten ein. Und auch hier muss ich immer wieder aufpassen, dass ich nicht etwas abbreche. Das kann ich dann so einfach aufklappen, entfernen und schon habe ich ein Teil der Hardware vor mir. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier ohne Probleme schon die Festplatte wechseln. Hier ist ein Anschluss für eine Erweiterungskarte oder irgendein Anschluss sonst, den ich erweitern könnte. Und wenn ich zum Mainboard kommen möchte, habe ich hier so eine Metallklammer. Die kann ich einfach rausziehen und dann wie eine Schublade kann ich hier die ganze Einheit einfach ziehen, so, und schon habe ich das ganze Mainboard, der ganze Rechner rausgenommen. Also der Aufbau von diesen Mainboards ist eigentlich mehr oder weniger das gleiche wie bei einem PC auch, oder bei einem modernen PC, bei einem modernen Macintosh oder Computer allgemein. Es ist klar, es gibt gewisse Hersteller von gewissen Computerchips, die vielleicht nicht mehr existieren, die heute anders benannt wurden, weil Firmen aufgekauft wurden und so weiter und so fort. Die Anordnung ist vielleicht auch nicht mehr ganz gleich oder auch die Anschlüsse selbst von zum Beispiel hier diese RAM-Riegel, die existieren heute so nicht mehr, die sind ganz anders gebaut, viel feiner gebaut, die Kontakte und so weiter, das ist klar. Aber grundsätzlich, ein Mainboard ist ein Mainboard und bleibt ein Mainboard, ja. Also hier oben sind schon mal Anschlüsse, sage ich jetzt mal, das wird da so eingeschoben und vorne wie eine Karte, wird das dann einfach eingeschoben. Hier, das ist die Stromversorgung, also vom Monitor geht ja der Strom rein und muss irgendwann mal aufs Board kommen. Dann hier links und rechts natürlich die Anschlüsse für die anderen Komponenten, sage ich jetzt mal, für Lautsprecher vorne, die Laufwerke, die Diskettenlaufwerke, die LEDs und so weiter, aber auch natürlich die Verbindung zum Bildschirm. Also wir müssen ja nicht nur Strom haben, sondern auch ein Bild von der Grafikkarte vom Board dann auf den Monitor. Was jetzt links und rechts genau ist, kann ich gar nicht mal so recht sagen. Ist, glaube ich, auch nicht speziell notiert, aber das ist nicht weiter tragisch, macht eigentlich auch nichts. Abschrauben müsste ich es mal, sehe ich gerade. Ja, also von daher eigentlich alles genau gleich. Hier die Arbeitsspeicher, DRAM damals noch, aber speziell für Macintosh. Dann hier darunter, da ist der CPU, also der Prozessor. Das ist wahrscheinlich dann ein entweder der Grafikchip oder ein Core-Prozessor oder was auch immer. Also ich müsste genau nachschauen, was genau ist. Aber so im Ganzen, Großen und Ganzen, hier könnte man Erweiterungskarten einstecken. Hier zum Beispiel auch. Habe ich keine von. Da wäre eigentlich die Systembatterie, die man aufstecken müsste. Habe ich auch keine mehr zurzeit. Und auch die Rückseite sieht relativ schön aus noch fürs Alter. Nicht so staubig wie die Unterseite oder die Oberseite, je nachdem wie man es nimmt.
ja, auch hier verschiedene Chips, aber nichts Spezielles, was man eigentlich so in dem Sinne wissen müsste, aber einfach, dass ihr mal gesehen habt, wie eigentlich so ein Mainboard aussieht. Eigentlich relativ klein und kompakt und relativ schnell aus- und eingebaut, wenn man da etwas wechseln muss oder aufrüsten müsste. Von daher eigentlich ganz eine gescheite Idee damals, gescheite Konstruktion. Das von Apple, heutzutage, wenn man ein Apple, sagen wir, ein iBook oder auch ein Macintosh zerlegen will, muss man zuerst mal 50.000 Schrauben lösen und dann so mit diesen Plastikeinrastungen und alles, dann bricht etwas ab und so weiter. Hier, das war noch massiv, das war noch Material, das war natürlich damals für die Zeit noch für die Ewigkeit gebaut und nicht für, wie heute, für 2 oder 3 Jahre. Auch bei dem möchte ich es nicht lassen, kurz mal noch die Systemdaten ein bisschen hervorzunehmen. Hier zunächst mal bei meinem eigenen Programm habe ich da geschaut. Der ist zum Beispiel jetzt von 1996, ein Jahr jünger als der 5200, der andere, den wir hatten vorhin, Seriennummer und so weiter. Herkunft Cash and Go Freiburg, sage ich nachher noch kurz etwas dazu. Etwas Lustiges. Nee. Und dann natürlich PC, Mac, All-in-One auch hier wieder, das ist klar. Power, also Mainboard ist ein Power PC 603E und der Prozessor dann 160 MHz. 24 MB DDR RAM haben wir da verbaut, aber Achtung, DDR RAM für Macintosh, nicht zu verwechseln mit den anderen von PCs. Grafikkarte, irgendeine Apple, da habe ich noch nie speziell geschaut, was es genau für eine ist. 1 GB Festplatte, also 1000 MB. Beim anderen hatten wir was vorhin, 400 irgendetwas, glaube ich, oder 300, ich weiß auch nicht mehr, oder 540 oder so etwas, ist ja egal. Und Betriebssystem, wie gesagt, 8.1. Und ja, mehr braucht man hierzu eigentlich nicht zu wissen. Ich habe auch da mal auf dem Internet geschaut, ob ich da ein paar Infos mehr dazu finde. Also das heißt, die ersten wurden August 96 ausgeliefert und wurden dann bis Dezember 97 gebaut und produziert. Also nicht allzu lange, nicht mal, was ist das, 96, ja, 4 Monate. Okay, damals, dann wurde diese schon eingestellt. Und hier Prozessor eben 160 MHz, Power PC 603E, 32-Bit Prozessor schon, 32. Ich habe immer gedacht, das ist noch 16, aber schon 32, okay. Habe ich wieder was Neues dazugelernt. ROM-Typ ist klar, das Ganze 40 MHz ROM-Size, RAM 186 DIM eben. Standard 16 MB und 136 ist Maximum. Was habe ich hier bei dem? 24. Ja, hat man in dem Fall schon mal aufgerüstet gehabt, wahrscheinlich auf 24 MB, also 8 MB dazu. Ja, klingt jetzt für heutige Zeit nicht nach viel, aber damals war schon 2 MB, schon 4 MB waren damals relativ viel, je nach Software natürlich, das ist klar. Auf dem Motherboard, auf dem Mainboard sind schon 8 MB integriert und das ist dann noch zusätzlich. Display. Ah, vielleicht finde ich hier gerade etwas. Hier Shadow Mask, das ist vom Bildschirm her. Grafikkarte, steht da nirgends etwas. Videocard integrated, eben, steht auch nicht viel Spezielles. Einfach Videoram 1 MB. Hä? Aber steht auch keine Marke, kein Hersteller vom Chip oder so, etwas nix. Case Typ All-in-One, auch hier wieder Gehäuse vom Monitor und Rechner in einem. Formfaktor der gleiche wie 5200 eben halt dann. macOS war ausgeliefert mit 7.5.3 und auch hier könnte ich bis Maximum 9.1 gehen, also das gleiche Betriebssystem wie beim anderen, das Maximum. Wiegen tut das Teil 21,3 Kilo. Und das andere 7 Kilo, da stimmt etwas nicht, weil die sind beide gleich schwer. Aber ich gehe mal, es kann gut sein, das sind 20 Kilo, also wenn man den aufhebt, ich gehe mal eher davon aus, dass es 20 ist und nicht 7. Dann ist das wahrscheinlich hier beim Wikipedia falsch. 17 Pfund.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich entweder hier oder beim anderen, aber ich würde eher tendieren hier bei Wikipedia, stimmt etwas nicht. Aber ja, 20, 21 Kilo, das traue ich dem zu, weil wenn man den aufhebt, also das ist ein echtes Gewicht, das man da trägt. Ja, also von daher diese ganzen Komponenten, hä? Dieser 5400. Ich schaue mal kurz nach Google Macintosh Performer Schwarz. Mal schauen, ob ich etwas finde darüber. Ja, also diese Macintosh gab es damals auch hier eben in dieser Schwarzform oder ja, ich weiß nicht mehr aktiv, das ist mir relativ egal. Ich will einfach das Bild haben, hier, so, also der gleiche eigentlich, aber der war dann, glaube ich, 180 MHz und dieser hier aktuell hat 160, aber vom Gehäuse her genau gleich, einfach schwarz, wie gesagt, das war damals, glaube ich, so eine, ja, eine Spezialedition oder was auch immer. Mal schauen, ob ich da irgendetwas dazu finde, bezeichnet hier sogar Deutsch. Ja, das sieht mich jetzt weniger. Eingültig eingestellt. Also 97 wurde das letzte dann eingestellt in dieser Form. Danach kamen natürlich dann die iMacs, die farbigen. iMac 32 MHz zum Beispiel, habe ich ja auch welche von. Das war dann eigentlich, waren das dann die Nachfolge sozusagen von diesen Performers hier noch und diese wurde dann nachher natürlich nicht mehr produziert. Kann ich da kein viel großes Bild nehmen, ist egal, aber ihr wisst ja, was ich meine. Von daher, ja. Aber ich habe jetzt eigentlich noch das vom Schwarz etwas suchen möchten. Aber ja, ist ja egal, also ich will da nicht allzu lange Zeit verlieren dazu. Aber ihr seht, diese Macintosh, die sind schon relativ gut gewesen und auch relativ teuer. Über den Preis von dem habe ich jetzt nichts gesehen, aber das war wahrscheinlich der gleiche Preis. Und jetzt möchte ich euch noch etwas erklären über die Herkunft, woher ich den habe. Also, dieser Macintosh Performa 5400-160, das war einer, oder nicht einer, sondern das war der allererste Macintosh, der mir gehörte, den ich Occasion damals, also Gebrauch, gekauft hatte. Ich hatte schon vorher mal einen alten Performa 600, also nur das, den Tower sozusagen, aber den habe ich nicht mehr, der ist auch kaputt gegangen nach einer Zeit. Aber den habe ich damals geschenkt bekommen, beziehungsweise von einem Schrottplatz nach Hause genommen. Aber dieser Macintosh, der war wirklich der erste, den ich hatte, also nicht dieser, sondern eben der 5400, ist ja auch egal, und der mir gehörte. Und den habe ich damals gekauft in diesem Laden, der ist in der Stadt bei uns, ja, wo ich wohne, aber ich wohne ja auf dem Land, bei uns in der Stadt, dann in Perol irgendwas heißt ja was. Damals hieß es noch Cash Converter. Dann wurde es mal umgetauft in Cash and Go und was ich gerade erst jetzt gesehen habe, ist jetzt Free Cash, also haben sie wahrscheinlich wieder Namenswechsel gemacht, aber das Geschäft, die Einrichtung, alles ist immer noch gleich wie damals und die haben wirklich alles, da kann man so wirklich Sachen bringen und kann es dann auch wieder Occasion kaufen, also nicht das Gleiche, sondern man kann Sachen bringen, die man nicht mehr braucht, aber kann auch Sachen kaufen, gebrauchte Haushaltsgeräte, über Notebooks, Handys, Musik-CDs, Schallplatten, Computer, alles, was es gibt, Musikinstrumente, Schmuck haben sie sogar, Uhren, alles drum und dran. Und den Macintosh, den habe ich damals gesehen, aber ich traute mich nicht, meinen Eltern zu fragen oder jemand, um mich abholen zu kommen. Erstens mal hatte ich die Zeit nicht. Ich hatte Angst, wenn ich, bis ich nach Hause bin und wieder im Geschäft war, ist er vielleicht schon verkauft damals. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahlt habe. Ich glaube nicht viel, 40, 50 Franken oder so etwas. Und das Zweite, ich wollte ihn auch nicht speziell reservieren. Und drittens, ich hatte Angst, wenn ich meinen Eltern fragen würde, sowieso, nein, du kaufst jetzt nicht schon wieder so ein Ding. Du hast genug Computer, kein Platz mehr, kein Geld dazu. Ich glaube, ich war damals, war ich schon in der Lehre? Ich glaube nicht mal in der Lehre, ich war, glaube ich, noch in der Schule damals. Also Sekundarschule.
Also, was habe ich gemacht? Ich hatte damals noch kein Auto, kein Führerschein, auch nicht. Ich hatte nur ein Mofa. Ja, ja. Ein Mofa, ein Töffli. Und zwar genau dieses hier. Jetzt stellt euch mal vor, dieses riesige Teil hier, also ich zeige jetzt den da, es spielt ja keine Rolle. Ihr seht ja das Ganze hier auch. Hier diese Kiste. Habe ich dann mit dem Töffli nach Hause genommen. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, hier zwischen Tank und Sattel ist ja so ein bisschen Platz, oder? Und den habe ich damals wirklich zwischen die Beine geklemmt. Ich habe immer gehofft, hoffentlich muss ich an keine rote Ampel oder einen Kreisel oder irgendwo warten. Denn ich hätte wahrscheinlich ein Problem gehabt. Ich habe den einfach hier dazwischen geklemmt. Ich glaube, ich hatte sogar noch so ein, zwei, so die Gummizüge dabei, wo man mit Haken so Gepäckriemen oder wie man denen sagt. Habe vielleicht sogar noch ein, zwei so Schnur, also Haushaltsschnur dabei gehabt. Das Ganze ein bisschen festgezurrt, aber ja, ich sage jetzt mal, wenn ich kontrolliert worden wäre, Ladesicherung, dann hätte ich wahrscheinlich eine Buße gehabt und stellt euch mal vor, noch einen Unfall damit. Ja, aber ich habe es durchgestiert, ich habe den Computer damals gekauft. Hab den hier zwischen die Beine geklemmt und gehofft eben, dass ich nicht anhalten muss oder sonst irgendetwas. Und ich bin dann nicht direkt nach Hause gefahren damit. Nee, weil ich ja Angst hatte, meine Eltern würden wieder schreien, wenn ich irgendwie so einen Schrott wieder nach Hause nehme und den Strom fresse und was auch immer. Wie halt das damals so war, oder? Was habe ich gemacht? Ich hatte damals mit meinem Bruder und zwei Kollegen noch ein Waldhaus, was wir auch selbst gebaut hatten damals und viel Zeit da verbracht haben, diskutiert haben, gespielt haben, was auch immer. Also, was habe ich gedacht? Wir haben ja ein Waldhaus. Habe ich den Mac zuerst dort hinübergebracht, in den Wald, habe den ein bisschen zugedeckt mit einer Decke und so weiter, dass er nicht gestohlen wird. Bin nach Hause gefahren, habe geschaut, ist jemand zu Hause oder nicht. Glücklicherweise war niemand da. Vater arbeitete, Mutter glaube ich auch oder weiß nicht was. Habe wieder das Töffel genommen, Waldhaus, Macintosh noch einmal zwischen die Beine geklemmt und den nach Hause genommen und natürlich so schnell wie möglich ins Zimmer gebracht, bevor es jemand sieht oder vielleicht in der Zwischenzeit nach Hause kam oder was auch immer. Also ja, das war eine Aktion damals, das werde ich nie vergessen. Deshalb, das ist mein erster Macintosh, den ich so nach Hause genommen habe. Und dann auf diesem Wege und mit diesen Umständen, also ihr könnt euch vorstellen, das war, ja, ich sage jetzt mal, eine Meisterleistung, weil wenn man so überlegt, was ich mich heute gar nicht mehr vorstellen könnte. Erstens mal, Sicherheit auf der Straße und das, es ist Anfangsstadt, es war noch nicht direkt in der Stadt, aber trotzdem schon Stadtleben und viel Verkehr und so weiter natürlich da. Und dann noch so fahren und wenn da etwas passiert wäre, ich glaube, ich wäre heute noch am Bezahlen. Wenn nicht sogar schlimmer. Nee, aber deshalb habe ich vorhin gesagt, da gibt es eine lustige Geschichte dazu und ja, so war's. Und ich hatte den Macintosh zu Hause, habe ihn heute immer noch. Heute kann ich ihn natürlich mit dem Auto transportieren, damals noch nicht. Und habe seit Jahren Freude daran. Das sind so Erinnerungen, die vergisst man nie und die bleiben. Und deshalb, ja, habe ich das mal so kurz, diese Geschichte, erzählen wollen. Vielleicht noch kurz, als ich jetzt gerade die Fotos ein bisschen durchgeblättert habe, wo das Mofa ist, habe ich hier gerade einen Haufen gefunden, ein Foto auch, wo ich damals einige Sachen entsorgt habe. Und hier sieht man diesen da, der Macintosh, das war eben auch der 5200, aber der vorherige, also nicht den ich jetzt vorgestellt habe, den habe ich damals entsorgt. Warum, weiß ich heute noch nicht. Ich könnte mich heute noch ohrfeigen dazu, auch von vielen anderen Hardware, die ich jetzt wieder suche. Leider findet man es nicht mehr, weil das meiste natürlich verschrottet wurde. Aber damals hatte ich relativ viel entsorgt. Hier auch ein Macintosh. Ich glaube, es war noch einer irgendwo. Weiß es gar nicht mehr. Ja, aber wie gesagt, hier dieser, der 5200,
Ja, kann es jetzt nicht erkennen, ist ja egal. Aber hier, das wollte ich kurz zeigen, das war der, den ich damals auch entsorgt habe. Und jetzt eben vor 2-3 Jahren habe ich wieder einen gefunden, also nicht der gleiche, aber der gleiche Typ. Und wie gesagt, ich könnte mich heute noch aufhängen, dass ich damals so Gehäuse und Zeug weggeschmissen habe. Wenn man das heute bedenkt, wie ich auf so Retro-Geräte stoße und Freude habe. Und damals habe ich es entsorgt, da bin ich recht traurig. Nee, Quatsch, traurig nicht. Aber manchmal denkt man schon, warum hast du das getan? Klar, damals war es, man musste Platz machen. Das war noch bei meinen Eltern zu Hause übrigens. Die haben mir auch mal gesagt, du, jetzt musst du mal ein bisschen entsorgen, sonst bla bla bla. Ja, und habe dann leider auch gehorcht damals, auch CD-ROM-Laufwerk und so weiter, Bildschirme, Gehäuse, Tastaturen habe ich auch viele entsorgt damals, wirklich alte Tastaturen, PS2-Tastaturen, mechanische noch, hier sind meine, ich habe Mainboards entsorgt damals. Ich muss das schließen, sonst, sonst wird mir ganz komisch. Ja, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier mal die Vorstellung von diesen alten Computer, diese schönen Retro-Geräte, findet man heute leider kaum mehr. Viele verschrottet worden, kaputt gegangen, was auch immer. Ja, und platzmäßig, es sind natürlich auch Riesenteile, also nicht Flachbildschirm, sondern die gehen noch 10 Meter hinten raus. Nee, nicht gerade 10 Meter, aber trotzdem, ja. Aber wie gesagt, hier Macintosh Performa 5200 und der 5400-160. Zwei wirklich schöne Geräte. Für kein Geld auf der Welt würde ich die wieder weiter oder weggeben. Also von daher, ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen Einblick in diese Geräte geben. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mehr sehen wollt von Spielen, die ihr vielleicht gesehen habt und so weiter, oder auch von der Software selbst oder irgendwie, stellt sie ruhig. Ich könnte mir gerne anfragen, gar kein Problem. Ansonsten Abo aktivieren, Glocke aktivieren, Daumen hoch da lassen und sonst sage ich nur noch, bis zum nächsten Mal, Neues von Pascal, Dankeschön und halt, stopp! Halt, stopp, ja genau, so ist es. Nee, denn ich, es ist mir noch etwas in den Sinn gekommen, ich wollte euch noch etwas zeigen. Und zwar haben wir ja hier schöne zwei Macintoshs. Und was passiert, wenn sich zwei gut verstehen, irgendwann mal der Titata und dann, bing bling, gibt's richtig Nachwuchs. Hier ein Kind. Ein Kind von diesen zwei. Ja, ein Kind. Wenn man jetzt denkt, was das ist, vielleicht kommt man drauf, vielleicht auch nicht. So, wenn man jetzt so filmt, denkt man, das ist doch ein Riesen-PC. Und wenn ich dann den Finger oder die Hand hinhalte, relativ klein. Es ist also nicht ein Computer oder auch nicht so ein, heute gibt es ja zum Beispiel von Super Nintendo, von C64, von PS1, PS2 und so weiter, gibt es ja da die Nachmacherkonsolen, wo einfach quasi die Spiele alle integriert sind und so. Sowas ist es auch nicht, auch wenn es fast so aussieht. Nein, wenn ich hier ein bisschen die Kamera hochschwanke, ganz wenig, so, und vielleicht ein bisschen zurückzoome. Dann sieht man hier, wenn auch schlecht, eine Antenne. Und das schöne, gute Teil, das ist eigentlich nichts anderes als ein Radio. Genau, das ist einfach ein Radiogerät, also ein normaler Weltempfänger, oder wie man dem auch sagen möchte. Das war mal so irgendein Werbegeschenk oder was auch immer, hat mein Vater bekommen. Und er hat damals gesagt, ich schenk's dir. Danke nochmal dazu, lieber Papa. Danke, danke. Merci, gau. Papi, merci. Nee, ist wirklich ein cooles Ding, vor allem parallel zu den Macintosh, die ich ja in echt habe. Das Bild hier habe ich selbst hingestellt, da habe ich dann einen Mac OS X reingepflümelt, da kann man ändern, also ich kann hier die Blende wegmachen und so weiter. Das Radio, ich glaube, er funktioniert sogar noch, den kann ich hier über diesen Regler einschalten. Die Lampe leuchtet zumindest. Das ist dann Empfang. Hä? Und hier habe ich ja meine Maus. Ich drücke mal auf Reset und jetzt mal auf Scan.
Senderdurchlauf ist das eigentlich, ja? Quand on parle d'alcool, on parle surtout de l'alcool festif et on a tendance à encourager. Eros Ramazzotti Schnee. Ja, also ihr seht, ich will jetzt da nicht lange, allzu lange Lieder abspielen, sonst bekomme ich noch Probleme mit Copyright und so weiter. Will ich ja nicht. Nee, aber das ist ein kleines Radiöchen sozusagen, wo man in der Werkstatt, im Auto, zu Hause, in der Küche, im Wohnzimmer oder im Büro natürlich laufen lassen kann. Man kann dann Musik hören, Radio hören. Ist klar, damals war es noch nicht DAB Plus oder was auch immer. Hä? Man muss empfangen, was es noch zu empfangen gibt, aber trotzdem ein schönes Teil hier hinten, da geht jetzt ein bisschen schwer auf. So. Ja, oh, jetzt ist das noch wieder abgefallen, muss ich wieder anmontieren. Hier. So. Passt's wieder. Das muss ich dann wieder ankleben, leider. Ja, kein Problem. Aber wirklich ein schönes Teil, bin ich stolz drauf, das wollte ich nur noch kurz zeigen. Und jetzt also definitiv, also Andreas, du sprichst mir jetzt oder scheißt mir nicht wieder dazwischen mit deinem Halt, Stopp! Sondern in diesem Sinne nochmals vielen Dank fürs Zuschauen, Neus und Pascal, bis zum nächsten Mal, Dankeschön und Tschüss!